Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome Total War mit den griechischen Städten. Ja, wir sind jetzt hier ziemlich weit gekommen, uns gehört komplett Sizilien, uns gehört ein großer Teil von Griechenland, uns fehlt nicht mehr viel, uns fehlt noch Apollonia hier und auch Thessalonika und Byzantium haben wir eigentlich alles. Und vor allem ist es noch eine Nation hier, nämlich eigentlich nur an, dass die Thessalonika, nein, die Makedonier sich hier aufhalten. Okay, ich bin jetzt ein bisschen. Muss ich mal nachdenken, ist lange her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe, was ich jetzt überhaupt machen muss. Muss ich mal kurz überlegen. Ich nehme an, wir haben hier belagert. Um die Stadt einzunehmen, das ist ein sehr logischer Schluss. Gut. Okay. Ich rekrutiere mir hier nochmal ein paar Milizsubliten. Oh, wir machen 4 Minus, nicht so schön. Ja, das ist, denke ich, eine hohe Siegchance hier. 10 zu 3. Na komm, greifen wir mal an. Mache den mal fertig. Dann sind wir immer in die Makedonien jetzt los. Stören die nicht mehr. Gut, ging aber doch dann ziemlich schnell mit den Makedonen, also bin ich glücklich. Also es gibt Male, da geht es nicht so schnell, wenn man mal irgendwo einen Fehler macht. Und es gibt Male, da geht es wesentlich schneller. Wie jetzt hier. So. Mir fällt gerade, ich muss noch schnell die Steuerung wieder umstellen. Wenn ich meine Thumbnails mache, dann bearbeite ich den in die Regel mit dem Movie-Cam-Ding von Rome Total War. Und da benutze ich am liebsten die Steuerung WASD und D, ansonsten aber über die andere. Ist einfach Gewohnheitssache. Deswegen. Was haben wir hier? Haben es alle per Tasten? Ja. Gut, das ist super. Okay, dann gehst du mal darauf los. Du da. Und du da. Okay. Ich schicke mal nach vor. Kommt mal hier hin. Hier, hier. So, hier, hier. Ich glaube, ich werde die auch in der Schlacht mal verpulvern. Ich brauche die nicht unbedingt mehr. Ich kann mit den Verlusten von denen leben. Weil ich ja eigentlich genug selber machen kann von den Hopliten. So. Oh, das zieht sich schön zurück, das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Okay, wie gehe ich jetzt weiter vor? Ich könnte mich hier aufteilen. Ich will einer Seite hier lang, aber ich glaube, ich gehe komplett durch eine Seite durch und erdrücke ihn einfach durch meine Masse. Ich glaube, das ist jetzt hier die beste Variante. Unsere Soldaten sind an den Mauern. Jetzt müssen sie sie niederrammen. Also seid nicht in Range, dann steche ich mal hier drüben hin. Unsere Soldaten haben mit dem Rambock das Tor erreicht. Schwul mir mal vor, das dauert ein bisschen lange. So, die ersten Sachen reißen schon ein. Ich überlege gerade, ich glaube, ich nehme mal 4 Stück von euch hier. Aus euch beiden stehe ich mal hier rüber. Und ihr gebt dann hier drüben die Deckung. Von hinten halt. Das feindliche Tor ist durchbrochen. Unser Rambock super. Hat gute Arbeit geleistet. So, das Tor haben wir schon mal durchbrochen, das ist gut. Stell dich mal hier, dann kannst du ein bisschen Pila werfen. Wäre cool. So. Wir haben einen leichten Lanzenreiter, das ist ja nicht so ein Problem. Okay.
47 Mann, ja, die haben eine leichte Rüstung, durch schwere sind die eigentlich locker weg. Die Mauern sind durchbrochen. Der Weg in die Stadt steht unseren Soldaten offen. Befehlt den Angriff. Das ist natürlich super, ja, die werfen schon hier. Und zack, da fallen schon die ersten beiden, finde ich cool. Die auch nochmal schnell bitte. Der macht jetzt hier auch den Weg ganz schön gut zu. Also ich komme jetzt hier nicht rein, ohne erstmal zu kämpfen. Werde ich erstmal meine ganzen Pieler hier werfen. Ist ja okay. So, da hat schon viele Männer verloren. Nur zwei nur noch. So, hier steht er jetzt hoffentlich endlich. Hm. So, wir schicken euch mal zuerst durch, euch beide. So. Ja, die ziehen mit hier mal schön, finde ich sehr gut. So, ich formiere mich jetzt hier bewusst ein bisschen dicker. Oh, der backt schön rum hier. Das ist eigentlich der perfekte Moment, um anzugreifen. Um weniger Verluste zu haben gegen ihn, weil auf, wenn er sich breit stellt und ich mich ziemlich dick mache von der Formation, dann kann ich seine Formation durchbrechen. Ja gut, aber das ist jetzt hier so schlechte Formation, dann brauchen wir das gar nicht. So, da gibt es immer hier Deckung. Oh, was ist da los? Natürlich auch cool. Ja, die mähen jetzt hier einfach nieder. Finde ich cool. Super, der rennt dann auch schön durch meine Phalanx durch. So, euch behalte ich mal dann hier im Hinterhalt, um die mal, ja, den Rücken zu führen. Das ist dann schön gemein. Jetzt kann ich ja hier sehen, ruhig euch alle reinführen. Ich blockiere hier hinten den Weg. Ja, weil die mähen normalerweise meine Obliken nieder. Deswegen schicke ich da schnell die Thraker rein. Es sei denn, die Kavallerie hinten kommt. Ne, kommt sie nicht. Gut. Dann schnell rein mit euch und angreifen, bevor ich jetzt hier zu viele Verluste mache. Bei den Göttern. Unsere Soldaten haben heute gut so. Die Mauern sind besetzt. So, wenn der Charger rechtzeitig kommt. Ja, jetzt kann ich mit den Hobliten angreifen. Ach, cool. Finde ich jetzt mal schön. Super, stelle ich mal wieder hier hin. Was sehen wir hier? Viel Kavallerie. Speere haben wir auch nicht mehr. Gut, dann führen wir euch mal zurück. Ja, die Bogenschützen sind auch gleich wieder leer mit der Munition. Das wirkt sehr so, als würde man seiner Kavallerie angreifen wollen. Gut, führen wir den General hier mit rüber. Was machst du da für eine Scheiße? Hab mich wohl anscheinend verklickt. Na gut. Passiert. So, dich führe mal zum Pushen der Moral hier mit. Pay-Taste. Mhm, okay. Hier hinten Phalanx-Pikiniere. So. Ich weiß ja nicht, wie du dich hier aufstellst, aber so definitiv nicht. Gut, dann können wir jetzt eigentlich auch andere Einheiten reinführen. So, kommt mal rein bitte. Und ihr kommt mal mit. Und ihr auch. Ah, das ist ein General, nicht wahr? Ja, ist ein General. So, das sind zwei Leibwachen, 47 und 31 Mann noch. Die haben nicht wirklich Männer verloren. Aber was machst du da? Dich wollte ich gar nicht nehmen. Dich wollte ich nehmen. So, wie viele Männer rennen da hinten rum? Mal gucken. Man sieht es nicht, aber es sieht nach einzelnen Leuten aus. So, können wir an der Stelle ein bisschen schneller machen. So, stell dich mal hier auf.
Okay, Spartaner gleich daneben. So, und ab in die Phalanx mit dir. Mit dir schon vorher ein bisschen. Einfach um die jetzt hier fertig zu machen. Na, es wird ohne Verluste leider nicht gehen. Oh, die fliehen sogar. Schön. Jetzt kommt auch gleich der nächste Trupp. Finde ich cool. Super, mit einem Mann Verlust kann ich leben. Das ist durchaus ein akzeptables Maß. So, dann gehen wir hier mal vorwärts. Stellen euch noch mit rein. Euch stellen wir mal hier hin. Euch dahinter. So, okay. Euch nehmen wir aus der Phalanx raus und ihr kommt jetzt hier alle mit. So. Alle mitkommen bitte und einmal nach hier hinten. So. Okay, und du kommst hier hin. Gut. Ja, den Generälen wird es schwer. Die sind ja extrem OP hier. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das ist bei Stadtbelagerung immer ganz beschissen. Okay. Also damit vom Timing alles passt und ich auch gleichzeitig hinten auf der Piazza bin mit der restlichen Infanterie, gehe ich mit denen jetzt hier ein bisschen schneller. Ich will nämlich rechtzeitig an der Piazza haben, das ist sehr wichtig. So, und euch führe ich mal ein bisschen weiter zurück. Ich möchte nicht, dass ihr unnötig Verluste riskiert. So, rennt mal bitte hier rüber. Kommst mal hier hin. Okay, hier kann ich meine Söldnerobliten benutzen. Hierfür. Denn die sind ja durchaus zum Opfern da, finde ich. Jetzt gerade. Also ich habe die ja. Kann ich ja sofort nachrekrutieren, ist ja nicht das Problem. Ich kann auf die erstmal verzichten, dann sorge ich dafür, dass die Männer hier überleben. Er wird gleich fliehen. Gehen wir hier rüber, bitte. Oh, wie süß. Ein Zwangsbeginn hier. So. Dann führe ich euch mal jetzt hier rüber. Hier aus. Oh oh. Mal sehen, wenn der General jetzt angreift, wäre ärgerlich. Jetzt kommt erstmal ein schöner Charge nochmal von dem einen Mann. Hat aber keiner erwischt, zum Glück. Ein schöner Formationsbug hier. Mal sehen, wenn wir den anderen schnell weghauen, wenigstens. So, euch stellen wir hier hinter. Okay, stellen wir euch mal hier hin. Euch hier. So, und ihr kommt mal gleich hinterher, aber noch ein bisschen dahinter. Okay, ah, zwei Generäle muss ich jetzt hier platt machen. Noch stark besetzt, das ist ärgerlich. So, Spartaner gepanzerte Obliten und ihr. Ihr kommt hier als erstes hin. So. Die Oblitenmiliz halten wir erstmal ein bisschen zurück. Genauso wie den hier. Was kommt da? Ein einfacher Kavallerus ist jetzt nicht das Problem. Okay. Gehen wir hier mal weiter und hier auch. So. Ihr müsst jetzt noch mitkommen. Und der General muss noch mitkommen.
Gut, ihr seid alle hier. Finde ich super. Okay, dann marschiert er mal hier bitte rüber. Besonders die Spartaner zuerst. Ich lasse auch schon die Phalanx reingehen. So, mit euch gehen wir alle in die Phalanx. Ihr seid wichtig, deswegen kommt ihr mal hier rüber. So, wer wird angegriffen? Hä? Okay, wo kommt das her? Ah, wahrscheinlich von euch. Ja, jetzt sind sie im Nahkampf. Da werden sie verrecken. Der Vorteil ist bloß für die, können ja noch fliehen. Schön wäre es, wenn jetzt die Kavallerie damit reinchargen würde, aber gut. Okay. Wollen die jetzt anscheinend nicht. Na gut, die werden fliehen. Ja, sage ich doch. Die werden fliehen. So, hoffentlich erreiche ich den Punkt noch rechtzeitig. Bevor die Kavallerie der Meinung ist, anzugreifen. Sieht nicht so gut aus. Ja doch, sie brechen noch ab. Cool. So, dann greifen wir jetzt hier an und jetzt könnt ihr auch vormarschieren. So, und euch schicken wir auch weiter. Der feindliche König wurde getötet. Cool. Dadurch werden seine Anhänger ins Zweifeln geraten. Das finde ich natürlich sehr cool. Und die Spartaner super Arbeit gemacht. So, schicken wir den General nochmal hinterher. Ja, du machst ja arge Verluste natürlich. So, ich stelle mal hier auf. Ihr könnt auch alle in die Phalanx jetzt rein. Super, die ersten werden jetzt hier schon vernichtet. Und gegen die Masse an Hobliten haben sie auch keine Chance. Oh oh. Oh oh. Das ist gar nicht gut. Die Spartaner wollen es verschaffen, aber die Hobliten werden jetzt hier komplett niedergemäht. Nicht gut. Gar nicht gut. Gut, jetzt führe ich euch mal schnell durch hier und werde zu meinen Rücken führen. Naja, auch die Spartaner machen ziemlich starke Verluste. Nicht gut, gar nicht gut. Gar nicht gut. Ach, dieser Piazza-Bug, wie immer. Der greift einfach mal an. So, weil ihr könnt die Peltasten auch ohne Phalanx fertig machen. Jetzt konnte ich hoffentlich die Phalanx aufbrechen. Ja, konnte ich, super. Ah, sehr blöd. Aber die Phalanx ist aufgebrochen, dadurch haben die auch keine Chance mehr. Gut, die macht ihr auch so fertig, super. Ist ärgerlich, jetzt muss ich viel fortbilden. Ja, und blöd, dass die genau von denen aus gesehen richtig im Zeitpunkt gekommen sind. Oh, hätte ich mal Glück gehabt, dass ich hinten reingecharged bin. So, mach du mal den General hier drüben fertig. Der hat sowieso noch einen Mann. Wie sieht's hier aus? Der ist weg, super. Der General ist auch weg. Du gehst mal hier rauf und du hier. Super. Jetzt bist du noch hier chargen. Oh ja, der wird auch vernichtet. Gut, die Makedonen sind jetzt hiermit offiziell gestorben. Das ist natürlich sehr... Oh gut, die haben einen Schützenplatz. Cool, wir können Bogenschützen rekrutieren. Das ist natürlich sehr gut. Na gut, an der Stelle haben wir es geschafft, die Makedonen endlich auszuradieren. Unser erstes Ziel haben wir erreicht. Die Makedonen sind weg. Das ist super. Oh ja, das ist viel cooler. Das hole ich mir jetzt mal. Wir sehen es, Makedonien ist vernichtet. Okay, Widerstand ist zwecklos. Thessalonica, super. Vergrößert sich. Ist da irgendwie... Was sehe ich jetzt von hier aus nicht. Dann gehen wir mal lieber hier rüber. Und halten mal Apollonia einen Blick.
Ja, ärgerlich mit den Spartanern, aber keine allzu großen Verluste. Geht ja noch. So, was bauen wir jetzt hier? Und mit dem Hafen machen wir deutlich mehr Schotter. Nehmen wir den Hafen mal. Ist auch nicht so teuer, das ist der Vorteil dabei. Ich glaube, ich rekrutiere lieber mit normalen Hopliten hier drüben. Okay, was können wir hier rekrutieren? Oh, gepanzerte Blüten, wie cool. Kavallerie kann man auch alles rekrutieren. Wir können. Oh, super. Die haben sich schon richtig gut ausgebaut. So, Sparta. Wie sieht's hier aus? Ja, wir bauen hier schon noch Wachstum, finde ich gut. Finde ich es persönlich sehr gut. So, wie sieht's hier aus? Hier sieht's gut aus. Ihr kommt wieder zurück. Ich brauche jetzt theoretisch gesehen ein paar Schiffe, damit ich hier nach Karalis übersetzen kann. Was machen wir mit den Spionen zuerst hier? Okay. Euch ziehe ich mal ab. Ist jetzt hier nicht so wichtig. Okay, ich glaube in dem Sinne könnten wir schon fast die Runde beenden, oder? Hier bauen wir noch ein... Ah, was bringt denn hier? Ah, ein Schrein der Athene mal. Okay. Gut, dann können wir die Runde jetzt beenden. Stimmt, Pergamon sollte ich wieder ein bisschen im Blick behalten, nicht, dass da irgendwas dann mal schief läuft. Wäre nicht ganz so schön. Wir sind die fortschrittlichste Seite. Yay. Okay, was ist hier los? Aufruhr. Okay, scheint ein Spion drin zu sein. Ihr habt einen Steuersitz runter. Agent entdeckt. Bylazora von Darkien. Oh ja, schön Decke. Hier, ja, gut. Ein einzelner Spion ist jetzt nicht das Problem. Gut, Apollonia ist eigentlich auch noch ein Ziel von mir. Möchte ich gerne haben, die Stadt. Immerhin ist die ja direkt hier und kann auch die Seewege der Römer gut durchkreuzen. Eine kleine Mini-Armee zerstören wir mal. Und weg mit euch. Okay, der Spion ist weg. Was sieht mir hier? Hier ist nichts drauf. Trotzdem eine große Flotte für die. Stellen wir dich mal hier und dann rekrutieren wir gleich mal ein paar Schiffe. Können von hier aus losreisen. So, hier bilden wir mal fort. Okay. Schützenplatz können wir hier auch schon bauen, das ist cool. Händler, Schiffswerft. Schiffswerft bringt nicht so viel. Schützenplatz, Händler, Straßen machen wir jetzt einfach mal. Dann können wir auch wesentlich schneller hier durch unsere Insel marschieren. Das wäre vom Vorteil, wenn wir hier draus unsere Rekrutierungsbasis bauen, um die Römer und die Karthager fertig zu machen. Gut. Korinth baut ja nichts. Das ist ja nicht schön. Oh, mein Hafen. Okay. Du hast zwar einen Tempel der Athene. Du baust schon. Super. Ich muss jetzt erstmal mich sammeln und überlegen, wie gehe ich jetzt weiter vor? Die Thraker könnte ich ganz schnell auslöschen. Wesentlich weiter möchte ich auch nicht gehen als bis nach Thrakien. Ich möchte eigentlich unter der Donau bleiben. So komme ich den Skythen nicht entgegen. Ja, dann werde ich die Thraker nicht ganz auslöschen, aber wenn ich mich hier unter der Donau befinde, wie es die Römer gemacht haben, dann kann ich hier wenigstens an den wichtigen Positionen, wo sie rübergehen können an den Flüssen, sonst nirgendwo, dicht machen und dann kommen sie hier nicht durch. Kann ich mich kleine Garnisonen stationieren, die stark genug sind, barbarische Armeen aufzuhalten. Ich glaube, das machen wir so. Dann sollten wir Thylis erobern noch. Dann reicht das. Ich glaube, dann expandiere ich erstmal hier in Richtung Osten von Europa. Anstatt in den Westen. Das mache ich dann später. Ich war jetzt hier von der Insel aus. Von Pergamum aus wollte ich mich auch noch ein bisschen ausdehnen. Das gefällt mir auch wenig mit denen. Können wir die bestechen? Ich werde sofort mit ihnen reden. Ja gut, es ist mir wert, damit sie jetzt endlich weg sind hier. Gut, ich bin bereit, hier den Seleukiden den Krieg zu erklären und den Ponten auch, um dann hier die Küste zu erhalten von der Ägäis. Vielleicht noch Ankyra, damit ich einfach hier mehr
Gebiet habe, was zusammenhängt, aber mehr auch nicht wirklich. Wobei die Überlegung, bis zu den Flussgrenzen sich auszudehnen, na, könnte wieder klappen. Hier könnte man auch gut dicht machen, den Ägyptern. Hier kannst du nur so kommen, dass eine Armee von denen Kampf kommt, von mir hingegen zwei. Da habe ich gegen die eigentlich gute Karten. Ich muss mal überlegen, wie ich hier vorgehe. Gut, Baubericht. Nichts zu Wichtiges. Jungsbericht, Sparta. Stimmt, wir bauen ja in Sparta unsere Armee. Das hätte ich mal ein Auge behalten. Da fehlt jetzt noch ein Trupp. Wir können jetzt auch Bogenschützen rekrutieren. Das ist super. Dann rekrutieren wir hier mal ein paar. Vier Stück sollten reichen für den Anfang. Haben wir schon mal eine wertvolle Armee. Können wir irgendwo Peltasten rekrutieren? Dann könnten wir die gleich mitnehmen. Nee. Larissa vielleicht. Ja, hier geht's auch. Machen wir hier zwei. Und hier nochmal zwei. Wird meine Armee dann gegen die Römer sein. Dann kann ich hier mit Südrom einnehmen. Ich würde jetzt überlegen, ob ich mir Tarentum hole oder Kroton. Oh, Kroton hat nur eine Einheit in der Garnison. Das ist sehr gut für uns. So, rekrutiere hier nochmal eine Einheit, bitte. Okay, dann wollen wir mal die Runde beenden. Oh, was wollen die Ägypter denn? Bündnis, Handelsrechte, Karteninformation. Nehmen wir mal an. Oh, die sind groß. Dann sollte ich eigentlich mich schon beeilen, dass ich den Weg da abschneide für die Ägypter. Und gar nicht erst zulasse, dass sie da durch das Gebirge marschieren. Ja, die Armenier können auch ein Problem werden. Ich soll die Ponten nicht zu stark dezimieren, weil die sind ein guter Puffer gegen die Armenier. Wenn wir die Armenier später mit Kataphrakt-Bogenschützen kommen, sind die dermaßen OP, da kommen nicht mal meine gepanzerten Obliten an. Gerade mal Spartaner im Nahkampf, aber im Fernkampf haben sie auch keine Chance. Na egal, bieten wir denen mal unsere Karteninformationen an, gegen ein bisschen Kleingeld. So, machen wir mal daraus eine schöne 800. Ihr könnt es ja aufbringen. Ja, das ist auch gut. Ja, die Karthager blockieren unseren Hafen. Die Daker greifen uns hier in Blazora an. Hatte ich Schwein gehabt, dass ich noch meine Flotte abgezogen habe, um ehrlich zu sein. Ach, die Flotte braucht jetzt nicht so groß sein, nur um einen Mann zu transportieren. Ist immer noch karthagisch, okay. Baubericht, Sparta hat den Händler fertig, super, dann bauen wir mal gleich den Markt. Okay. Was rekrutiere ich jetzt für Kavallerie? Ich habe jetzt hiervon 6 Stück. Möchte nochmal 8 Stück dazu holen durch Bogenschützen und Peltasten. Dann habe ich noch 6 Platz frei. Ich glaube, zweimal griechische Kavallerie zum Verfolgen feindlicher Einheiten ist ganz praktisch. Und dreimal Milizkavallerie, um die Feinde zu ärgern, ist auch nicht schlecht. Nimm noch den General mit und dann haben wir eigentlich eine sehr gute Armee. Mit dem wir erst Apollonia holen werden, danach hier uns Kroton und Tarentum. So, Biazora müssen wir auch gleich retten. Wobei, da reichen eigentlich gewöhnliche Obliden. So, Pergamon hat einen Statthalterpalast fertig. Das ist ja natürlich wunderbar. Ein Schiffswerf bringt ja nicht viel. Und weil wir belagert sind auch. Wir sind im Krieg mit euch. Na toll, hätte ich nicht bestechen müssen. Okay, hier ist auch nicht so gut. Machen wir mal Steuersatz ein bisschen niedriger. Dann könnten wir euch noch auf eine Stadt polen. Das würde ich gerne machen eigentlich. Weil ihr seid ein sehr guter Handelsposten. Von hier aus kann man sehr gut handeln. Stimmt, mir fällt gerade ein, man könnte noch hier drüben die Provinz einnehmen. Kreta wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das mache ich auch noch bald. Ja, jetzt muss ich gegen die Ponten Krieg führen. Möchte ich eigentlich so gar nicht wirklich. Na gut, die Straßen werde ich jetzt nicht bauen. Die brauchen eine länger zu mir. Das finde ich gut. Die haben hier mal Hobliten. Und was machen wir jetzt hier? Schreiner Athene, Schreiner Aphrodite. Wir bauen jetzt hier mal einen Markt. Das ist ja gar nicht mal so eine schlechte Idee. Athene hat Minen fertig, das ist super. Minen plus 1 sind mir jetzt für den Moment zu teuer. Dann bauen wir mal lieber einen Händler, der bringt auch viel Schotter. Ja, der bringt viel Schotter. Definitiv. Kobold noch ein bisschen das Wachstum an, das ist super. So, Bilazora. Hier bauen wir meine Kanalisation. Okay.
Dakia ist im Krieg mit mir, Pontus ist im Krieg mit mir und Ägypten. Guck uns mal kurz an, wie verhalten sich denn die Ponten gerade so allgemein? Feinde haben wir nur wir. Die sind verbündet mit den Seleukiden. Also das ist eine Sache, die sieht man wirklich nur ganz, 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 ganz selten. Dafür haben die Seleukide mit allen anderen Krieg. Gut. Ich habe hier meine Armee fortgebildet, das ist super. Nehmen wir mal sämtliche Hopliten. Euch beide auch noch. Und nehmen wir dich mal mit. Ein paar Peltasten noch. Also ich brauche jetzt nicht die Obermega-Armee, um die Darker da aufzuhalten. Deswegen habe ich überwiegend nur die schlechteren Einheiten meiner Armee. Ach, da kommst du diese Runde nicht mehr ran. Na okay, ist jetzt nicht ein Problem. Ach, kann ich mir jetzt nicht leisten. Das muss sein. Gut. Okay. Dann gehe ich mit euch schon mal los, dass wir uns dann alle sammeln können. Okay, dann wollen wir die Runde beenden. So. Karthago zieht die Flotte ab. Oh. Rausgeflogen. Gut, wie es in der nächsten Folge weitergeht, werdet ihr gleich sehen können. Am nächsten Tag natürlich erst. Ich verabschiede mich wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.